So, willkommen zurück. Ja, es ist endlich soweit. Und zwar bei den Deutschen habe ich mir Route 251 erforscht. Habe auch genug Kohle. Kaufen ohne Crew, weil ich habe schon eine Besatzung. Zwar nicht die beste, aber ja. Was muss ich denn hier noch erforschen? Ja, einen großen Motor muss ich noch erforschen. Ne, gibt es zwei. Das Ding und die Ketten. Da freue ich mich aber drauf. Aber die große Gun ist schon drauf. Sehr schön. So, wo haben wir den denn? Ah, da haben wir das Schmuckelstück doch. So. Ne, warte mal. Erstmal eine Crew reinbauen. So, was haben wir denn? Spick und von. Dann nehmen wir doch von Spick natürlich, ne? Ist klar. So, was haben wir denn da? Ladeschütze, leichter Panzer, Ladeschütze, schwerer Panzer. Dann nehmen wir das Ding. So. Einmal umschulen. Auf 80%. Sehr schön. Dann brauchen wir natürlich Munition. So, jetzt ist die Frage. Der hat 33 Schuss. HE. Ja, da muss ich noch ausprobieren, was sinnvoll ist auf dem Ding. Nehmen wir mal 3 Schuss HE mit. 3 Schuss Gold. Den Rest nehmen wir AP mit. Automatischer Feuerlöscher. Annehmen. Okay. So, Module. Was baue ich denn da an Modulen rein? Waffenrichtantrieb, Scherenfernrohr, entspiegelte Optik. Schon mal Nummer 1, was da rein muss. Was nehmen wir denn noch mit? Ansetzer für panzergeschützte Geschütze mittleren Kalibers. Ansätze. Warte mal. Ja, Ansätze muss rein, definitiv. Ja, ich muss die Ketten erforschen, damit ich überhaupt noch was draufbauen kann. Dementsprechend bleibt die Lücke mal leer. So, und dann spielen wir schon mal die erste Runde mit dem Ding. Natürlich, ne, der ist Stock. Von daher erwarte ich jetzt nicht allzu viel. Aber wenn ich den großen Motor habe und alles, dann dürfte das Ding abgehen wie Schmitz Katze. Was baue ich denn da noch ein? Lüfter, ne? Damit der noch ein bisschen schneller nachlädt. Oder? Doch, Lüfter ist doch
Was Feines. Na ja, komm, ich will in ein Gefecht, Kollege. Wie sieht's aus? Komm ich heute noch rein oder was? Ah ja, genau, beim TVP bin ich auch schon beim Neuner. Nur der Neuner ist noch Stock, von daher. Ich werde auch demnächst einen 10er TVP haben. Und direkt danach geht's Richtung Jagdpanzer E100. Bin ich mal gespannt. Also Gun Depression hat das Ding auf jeden Fall schon mal nicht, soweit ich weiß. Ne? Oder? Oder täusche ich mich? Also rein von Aufbau sollte er Gun Depression haben. Aber praktischerweise. Da bin ich doch mal gespannt, was das Ding so kann. Das ist einer der schnellsten Scouts, ne? Der Ruh. Ist das ein Met oder ein Scout? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, mit dem kleinen Motor ist er natürlich noch sehr, sehr langsam, ne? Man merkt das eindeutig. Ja, also mit dem kleinen Motor, da ist schwierig. Definitiv, da ist das jetzt noch kein Geschwindigkeitswunder, sage ich mal. Ich werde hier auch eh nicht viel ausrichten können, soweit ich weiß. Deswegen werde ich mal lieber für unsere Leute da hinten spotten. Aber ich freue mich, wenn das Ding den großen Motor, weil der ist jetzt schon, zum Beispiel bergab ist der jetzt schon super schnell, obwohl ich einen Stockmotor drin habe. Und der hat ja noch zwei weitere Motoren. Hey, müsst ihr mal überlegen. Und irgendwie meine Crew hat noch keine Lampe drauf, oder was? Ich hatte doch Lampe bei dem Spick. Anscheinend beim Umwandeln ist ein bisschen was davon verloren gegangen. Ja, das große Campen auf der rechten Seite natürlich, ne? Herrlich. Ja komm, bewegt euch. Hallo. Richtschütze ausgefallen, wir feuern Wind. Oh geil. Geil, Alter. Zweimal Richtschütze ausgefallen. Direkt hintereinander, ey. Junge, 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 Junge. Also. Weißt du, alle Panzer haben ja irgendwo eine Schwäche. Und anscheinend ist das bei dem Ding eine Richtschütze, oder was? Zweimal hintereinander Richtschütze, direkt danach die Gun, oder was? Erzähl mich doch nix. Ah, ich bin froh, wenn ich von dem Ding alle Teile erforscht habe, weil dann kommt erst Spielspaß. Er ist ja jetzt keine, wie gesagt, geschwindigkeitstechnisch kein. Irgendwie unsere Artis haben auch keinen Bock so richtig, ne?
Ja, alles klar. Du, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie brutal schnell das Ding ist, weil mit dem Stockmotor berg runter bist du schon brutal. Stell dir mal vor, du hast die große Gun von dem Ding. Oh, der hat den eigenen Mann auch gekillt. Ja, krieg ich nochmal eine Glückspilz-Auszeichnung oder was? Oh nee, der hat nur mich gekillt. Wie geil. Sag mal, schlafen unsere Artis oder sind die einfach zu doof? Jetzt mal ernsthaft. Lol. Boah, ich will unbedingt den großen Motor von dem Ding. Unbedingt. Also der macht jetzt schon Spaß, ne? Der ist schnell, wendig. Also wenn ich da eine gute Crew drauf hab, plus alles, ne, erforscht und so, dann wird das ein brutales Ding. Dann macht euch jetzt schon mal auf ein paar geile Replays. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer gespottet. Und wie viel Spot-Damage? 690, ja, läppsch. Lorraine Arty, viermal geschossen, nix getroffen. Läuft bei dir, Kollege. Die Arty war auch nicht viel besser. Auf der Map müsste die locker 3000 Damage haben. 300. Was ist das für ein Bob? Läuft bei dir. Ne? Immer die Noob-Artys beim eigenen Team. Und guck mal da, hier, siehst du? Der hat seine 2,8 Damage gemacht, ne? Ja. Ne, immer die Bob-Artis im eigenen Team und die guten Artis beim Gegner, oder was? Obwohl, der ist jetzt auch nicht so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Akku hat einen Ruh! Juhu! Abonniert den Channel, klickt die ganzen Links in der Beschreibung, dort findet ihr mein Facebook. Bis dann, ciao. Wir sehen uns. Facebook unten und